Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, offensichtlich hat die Koalition Angst vor einer bildungspolitischen Debatte in der Stadtgesellschaft. Warum sonst verweigert sie sich einer solchen? Oder ist es wirklich so einfach, wie es nach zum Teil hitziger Debatte in der letzten Ausschusssitzung aus Herrn Oberg herausplatzte? Will die Koalition freie Schulen abschaffen? Ich habe gerade was anderes gehört von Frau Bentele. Vielleicht sollten Sie sich mal verständigen. Stehen wirklich alle Abgeordneten von SPD und CDU hinter dieser Aussage? Das kann ich nicht wirklich glauben. Noch einen Tag vorher hoffte ich, dass wir den Auftrag aller Abgeordneten des Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie vom 13. März erfüllen könnten, dem heutigen Plenum eine gemeinsame Stellungnahme vorzuschlagen. Da gab es ein Vorgespräch mit einer inhaltlichen Einigung zwischen vier bildungspolitischen Sprechern. Wie viel wert das ist, wissen wir jetzt für die Zukunft. Und wie müssen sich die Vertreterinnen und Vertreter der Volksinitiative fühlen, die wir heute hier auch begrüßen dürfen? Um ein drastisches Wort zu umgehen, will ich es mal mit veräppelt versuchen. Das trifft es aber nicht wirklich. Für mich ist die Auseinandersetzung mit den Zielen einer Volksinitiative, die von mehr als 25.000 Berlinerinnen und Berlinern unterstützt wird, eine Pflicht dieses Hauses, und das ist nur formal mit einer Anhörung erledigt. Da leben Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Direkte Demokratie machen uns, den auch von Ihnen gewählten Abgeordneten, ein Angebot für eine bildungspolitische Debatte. Und wir hören Sie einmal an. Und das war's. Ich will einen bildungspolitischen Dialog über die weitere Entwicklung der Schule in Berlin. Sie können gerne eine Zwischenfrage machen, Herr Schneider, wenn Ihnen so ist. Die Berliner Schule muss sich verändern, wenn sie den neuen Aufgaben, die vor uns stehen, bewältigen will. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Buchner? Na, unbedingt. Na, bitte. Frau Kollegin Kittler, ich würde von Ihnen ganz gerne dasselbe wissen wie von der Kollegin Remlinger. Wie stehen Sie denn zu der Forderung der Initiative, Schulabschlüsse im Kern abzuschaffen? Dazu hätte ich gleich noch was gesagt, kann ich natürlich Zeit sparen dadurch. Also ich habe ja schon im Ausschuss gesagt, dass ich es schwierig finde und auch ablehne, eine Insellösung für Berlin herbeizuführen. Wir brauchen KMK und auch Bologna-kompatible Regelungen für Berlin. Aber, und da gebe ich der Volksinitiative recht, durchaus müssen wir darüber nachdenken, welche Konsequenzen zum Beispiel aus der inklusiven Beschulung entstehen, aber auch einfach aus den individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten von Schülerinnen und Schülern. Und da kann man darüber nachdenken, zusätzliche Zertifikate beispielsweise auszustellen oder eben auch Abschlüsse anzubieten, die, nehmen wir mal an, ein Schüler mit einer Behinderung bekommen kann. Der kann nämlich nicht unbedingt ein MSA erreichen oder ein Abitur erreichen. Aber auch für sie muss dieser Bildungsweg offen sein. Und dann muss man, und das werden wir uns in den nächsten Jahren unbedingt hier auch alle antun müssen, auch die SPD wird da nicht drum rumkommen, da können Sie sich gerne mal mit Frau Scheres verständigen, das sieht sie bestimmt ähnlich. Na, das ist ja sehr schön, Herr Buchner, dann frage ich mich natürlich, warum wollen Sie das Gespräch mit der Volksinitiative, warum wollen Sie das Gespräch mit den Regelschulen, warum wollen Sie das von uns angestrebte Gespräch zu den verschiedenen Themen der Volksinitiative nicht. Da hätten wir sowas doch diskutieren können, auch dass Sie eine andere Meinung haben. Wo ist denn das Problem, um Himmels Willen? Unbedingt, Herr Schneider. Und wenn Sie zugehört hätten, hätten Sie die auch schon verstanden. Aber das möchten Sie nicht. Ja, schön. Genau die inhaltliche Debatte hätten wir sehr gerne mit der Volksinitiative geführt. Übrigens auch mit Ihnen, Herr Schneider. Sie hätten ja gerne sich dafür einsetzen können. So, und dann möchte ich jetzt mal gerne noch zu einigen weiteren inhaltlichen Punkten kommen. Wie ich gerade vorher schon gesagt hatte, Schule muss sich verändern, wenn sie die neuen Aufgaben, die vor ihr stehen, bewältigen will. Wie sonst
können wir Bildungserfolg von der sozialen Lage unabhängig werden lassen? Wie sonst erreichen wir, dass aus Kindern wird, was aus ihnen werden kann? Und nun machen uns viele Schülerinnen und Schüler, Eltern, Pädagoginnen und Pädagogen an Bildung Interessierte dieser Stadt ein Diskussionsangebot. Und da soll es verhindert werden, das werden wir heute ja sicherlich auch erleben, dass wir den Senat anregen, einen geeigneten Rahmen zu schaffen, in dem sich Politik und Verwaltung, freie und staatliche Schulen über die von der Volksinitiative genannten drei Themen verständigen und daran auch noch weitere Akteure aus der Stadt beteiligen. Das ist doch völlig widersinnig, was Sie hier machen. Und der Senat selbst hätte diesen Rahmen bestimmen können. Mir wäre es wichtig, darüber zu diskutieren, welche Gestaltungsspielräume für pädagogische Freiheit das geltende Schulgesetz schon bietet und warum viele Schulen sie noch nicht nutzen. Und was können Regelschulen hier eigentlich von Schulen in freier Trägerschaft lernen? Auch das sollten wir diskutieren. Und ebenso steht die Frage, wie viel und welche Autonomie eine Schule haben soll im Raum. Die Sprecher der Volksinitiative haben uns und unsere Fragen bei der Anhörung ernst genommen. Einige Antworten, die sie uns noch schuldig waren, haben sie uns in einem Schreiben vom 5. März nachgereicht. Dafür bedanke ich mich. Nehmen wir sie auch ernst und suchen mit ihnen gemeinsam nach Antworten auf bildungspolitische Fragen in unserer Stadt und stehlen uns nicht aus der Verantwortung, wie die SPD es gerade wieder versucht.